Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum letzten Video im Jahr 2021. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal für euren ganzen Support dieses Jahr und weiß alles, was ihr macht, sehr, sehr zu schätzen. Und ich freue mich aufs nächste Jahr mit euch. Ihr wisst noch nicht, was auf euch zukommt, was auf uns zukommt, aber ich weiß es schon und ich kann es ehrlich gesagt nicht glauben. Die ersten 9 Monate sind bis jetzt durchgeplant und ich bin Schock. Ich bin Schock und ihr werdet es auch sein. Und das erste ist auch in knapp 2 Wochen schon für euch am Start. Bevor wir aber in eine neue Ära des Make-ups und des Drogerie-Make-ups starten, dachte ich mir, schließen wir das Jahr mal ein bisschen anders ab, beziehungsweise so wie wir es letztes Jahr und vorletztes Jahr auch schon gemacht haben. Ich weiß, dass ich sehr, sehr, sehr viel Make-up habe und das ist natürlich Part meines Jobs, dass ich viel Make-up kriege und viel Make-up teste und ich bin dafür unendlich dankbar. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich Flaschen sammeln musste, um mir Foundations zu kaufen und jetzt habe ich sehr, sehr viel Make-up hier. Aber es ist mittlerweile so viel und vor allen Dingen so viele Produkte, die ich nicht mehr benutze, weil sie für die Arbeit, die ich mache, einfach nicht mehr in Frage kommen, dass ich aussortieren muss. Und ich weiß, dass ihr euch über Produkte freut, die ihr bekommen könnt. Ich könnte niemals dafür Geld verlangen von euch. Deswegen habe ich euch auf Instagram die Möglichkeit gegeben, euch zu bewerben, in Anführungszeichen zu schreiben, ob ihr etwas haben wollt. Wir werden heute meine komplette Make-up-Sammlung aussortieren. Und zwar nicht nur so ein bisschen hier, ein bisschen da, sondern rigoros. Ich werde 50 bis 60 Pakete mit Make-up für euch packen. Ich schaue alles durch, ich mache alles sauber nochmal, aber meistens ist das wirklich, vor allem bei diesen Puderprodukten wie Lidschatten und Blushes oder so, einmal benutzt und dann nie wieder. Und das ist viel zu schade, die Sachen wegzuwerfen. Deswegen werden wir heute aussortieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und freue mich aufs nächste Jahr mit euch, Freunde. Ah, let's go. Okay, Freunde, wir sind einmal in meinem Studio. Ich muss ehrlich gesagt super aufpassen, damit ihr nicht seht, was ihr nicht sehen dürft. Ich habe hier gerade unten schon etwas komplett zur Seite gestellt. Ich hoffe, es kommt nicht ins Bild. Aber wir haben hier die Make-up-Schubladen. Und das Problem ist, ihr kennt viele Videos. Ich verlinke sie euch in einer der beiden Ecken, in denen ich aussortiert habe. Allerdings ist das schon wieder eine Weile her. Und mittlerweile sehen alle Schubladen eigentlich so aus. Und deswegen sortieren wir heute ein bisschen aus. Ganz, ganz wichtig, das soll gar nicht undankbar sein. Das sage ich immer wieder, weil es gibt immer wieder Leute, die das irgendwie falsch verstehen. Deswegen sortiere ich vor allen Dingen Sachen aus, die ihr bekommen könnt. Lippenstifte, alte Limited Editions und so, die werfe ich weg. Viele sind auch mittlerweile wahrscheinlich schon schimmelig. Deswegen hole ich jetzt einmal einen Müllsack und eine Kiste, wo ich eure Produkte reinmachen kann. Das Ziel wird es dieses Mal sein, vor allen Dingen Produkte auszusortieren, die ich nicht mehr benutze, die ich aber auch nicht mehr brauche. Und das ist recht schwierig, denn mein Kanal dreht sich ja meistens um Drogerie-Make-up und um Limited Editions. Und ich plane Videos teilweise schon 2 Jahre im Voraus. Das heißt also, ich brauche Videos und Produkte, die ich vielleicht jetzt nicht mehr brauche, aber in 2 Jahren. Okay, es ist super schwierig, das alles auf ein Bild zu kriegen. Ich habe Lidschatten, 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 seht ihr jetzt nicht im Bild. Und da hinten sind auch noch welche. Wir fangen einfach an. Catrice Preacher for the Sunrise. Sieht gut aus, ist für euch. Wir gehen jetzt schnell durch, weil ich habe sehr, sehr viel und wir haben nicht so viel Zeit. Also eigentlich schon. Was definitiv da bleibt, ist die Love und Hatice Palette. Die kommt zur Seite. Bella und BH bleibt auch da. Hier ist so eine kleine von We Make-up, die muss ich sauber machen, aber die ist für euch. Eine Face-Palette von Luvia, unbenutzt, ist für euch. Die kleine Bella-Palette, ist noch neu. Ach nee, das ist die kaputte. Die kommt weg, die kann ich nicht mehr benutzen. Ich habe die nochmal, deswegen kommt die in den Müll. Da tue ich mich so schwer, ne? Die BH Blushes. Aber den hebe ich nochmal auf. Was aber weg kann, ist diese Naked Beauty-Palette. Die war super, super gut, aber ich benutze sie nicht. Das sind halt so diese Produkte und das ärgert mich selbst so ein bisschen, weil ich probiere so nachhaltig wie geht zu arbeiten. Ich kaufe halt sehr, sehr viele Sachen für ein Video und dann nie, nie wieder. Und das ist eine sehr, sehr gute Palette for you. Hier ist eine von Dior. Auch die ist super, super schön, aber ich werde sie nicht benutzen. Hier ist so eine mini kleine Palette von We Make-up. Auch die ist für euch. Das Ding ist, ich überlege halt immer, okay,
irgendwie kann man da ja so ein bisschen noch was mit schminken, aber ich habe mittlerweile XXL-Lidschattenpaletten mit Farben, die ich immer brauche und die bleiben da. Aber die Paletten, die sich immer wiederholen, brauche ich nicht. Welche auch weg kann, oder wobei, doch, die kommt weg. Das ist die Dagi und Boutique-Palette. Sehr, sehr gute Palette. Hab den Hate dagegen nie verstanden. Hier ist die Catrice Pro Slimmatic Palette. Die behalte ich, denn ich arbeite ja mit Catrice zusammen für Catrice-Videos und ich habe eine eigene Catrice-Schublade. Kommt direkt da rein. Die Stoned Vibes Palette von Urban Decay bleibt auch da. Welche aber weg kann, ist diese. Oh, nee, die ist. Guck mal. Ach, verrückt. Da hat sich der Kleber aufgelöst. Das passiert halt ab und zu. Ist auch nicht schlimm. Aber die kommt weg. Das war eine LE von Essence, die Get Crystallized. Diese Mini-Paletten von Dior, die bleiben definitiv da. Zu denen greife ich auch noch oft. Und auch diese Nabla-Palette bleibt. Ich liebe diese kleinen Paletten von Nabla. Die sind super, super gut. Die haben halt so folierte Glitzereffekte. Eine von Chanel. Ach so, die ist 30 Jahre alt. Die bleibt da. Das ist ein Sammlerstück. Dann habe ich hier von Catrice die Caviar Gauche LE. Auch die ist gut, aber auch die bleibt, denn LEs brauche ich immer wieder. Welche wegkommt, ist die Love und Lou Palette. Auch die ist eine sehr gute Palette. Einmal benutzt, auch die mache ich sauber. Das ist so eine richtig schöne Herbstpalette, aber ich weiß, dass ich dazu kein Video mehr drehen werde. Merve und Essence bleibt definitiv eine der besten Paletten von Essence überhaupt. Und dann habe ich hier so eine kleine. Die war mal von einem Peripera Haul oder so. Ist für euch. Dann habe ich hier die Cutting Edge Palette von Dose of Colors. Eine super, super gute Palette. Und sowas hebe ich dann natürlich auch auf, weil nämlich da Farben drin sind, die man sonst nicht so oft in Lidschattenpaletten hat. Und ich weiß, dass nächstes Jahr viele Paletten in dem Farbschema rauskommen werden. Die Lifil Cosmetics Paletten, die bleiben definitiv da. Da habe ich es schon so sortiert, ne? Dass ihr sehen könnt nach Farben und Farbfamilien, einfach um einen Überblick zu haben, was ich habe und was ich vielleicht noch brauche. Ich habe euch mal kurz anders positioniert. Die Latte 2 Palette von Dominique Cosmetics, die sieht nicht mehr gut aus. Aber sehr gute Palette. Konnichiwa von Essence bleibt auch. Die habe ich nämlich neulich erst wieder benutzt. Welche weg kann, ist diese BFF Face Palette von Alina Moore und Anna Kohler. Gute Palette. Die reden wir ein andermal drüber. Hier Revolution für euch. Anastasia. Auch eine sehr gute Palette. Die ist noch nicht einmal benutzt worden. Für euch. Und dann habe ich ganz, ganz viele von diesen kleinen Love-Paletten. Auch die mag ich sehr, sehr gerne, aber hebe ich sie auf. Und zack, sind wir schon auch in der nächsten Schublade. Und hier kommen jetzt die spannenden Paletten. Zwar diese Catrice Five in a Box hebe ich definitiv auf. Genauso wie die Natasha Denona, diese kleinen Paletten. Ich sammle die, ich finde die schön und die sind sehr, sehr gut. Ich gehe jetzt mal ein bisschen im Schnelldurchlauf durch, ja, weil ich glaube, Lidschattenpaletten haben wir genug und ich zeige euch, welche dann für euch sind. Ila Maska Palette für euch. Nichts Spektakuläres. LEs sortiere ich aus. Die kommen in eine extra Schublade ins Archiv. Dann habe ich hier eine von Sleek. Ist für euch. Charlotte Tilbury. Fast neu für euch. Diese Fenty Snapshadows. Für euch. Niemals kommt diese Palette hier weg. Das ist die Hello Autumn Palette von Essence. Liebe ich. Schaut mal, hier sind diese ganzen 5er Paletten von Natasha Denona und Catrice. Man sieht kaum Unterschied, aber ich sehe schon, diese hier habe ich beispielsweise doppelt. Die ist fast original noch, also so gut wie nicht benutzt. Die ist für euch. Und dann kann ich die auch endlich mal wieder sortieren. Schaut mal, die erste Kiste für euch ist schon fertig. Das sind bestimmt jetzt schon 6 Kilo. Oh Gott, schaut euch mal diese Schublade an. Die ist ja auch noch da. Puh, let's go. Ich bin schon ganz schön außer Atem. Okay, mir fällt auf, ich habe viel zu wenig Platz hier, aber wir haben eine Schublade leer. Okay, weiter geht's. Hier sind die ganzen RE-Paletten. Ich habe mittlerweile hier eine Kiste. Da kommen die RE-Produkte rein, die ich noch brauche. Die kommen in den Keller und dann habe ich das erstmal safe. Für euch habe ich hier aber diese ganzen Duvia-Paletten. Super, super gut, aber ich benutze sie nicht. Die haben sich jetzt hier nur so angesammelt.
Ich gebe mal Gas, Freunde. Und dann, falls wir von den Lidschatten weg sind, zeige ich euch, was alles an euch geht. Und dann sage ich euch auch, warum. Schaut mal, Freunde. Hier sind noch ganz, ganz viele Spiegel von Giacomo Cosmetics. Das ist aber alles B-Ware. Also da sind manchmal so kleine Macken drin, so dass ich gesagt habe, nee, das kann ich nicht verkaufen. Deswegen kriegt jeder in ein Paket einen Spiegel. Das erfüllt doch mein Monk-Herz, wenn alles so ein bisschen sortiert ist. Hier sind diese ganzen E-Produkte, die ich mit Sicherheit nochmal brauche. Und dann haben wir hier noch eine Verlosungsschublade, die bleibt auch. Und hier diese super coole Ordnung. Die Lidschattenpaletten sind also durch. Ich habe 3 volle Kisten mit Lidschattenpaletten für euch. Da kann ich bestimmt 12 Pakete schon draus machen. Jetzt geht's weiter mit Blushes und Bronzern. Denn da habe ich 3 von denen. Wir machen direkt weiter mit Lipglossen. Auch da muss ich unbedingt aussortieren. Ich habe schon mal so ein bisschen sortiert. Das sind diese Maybelline Superstay Matte Inks. Die bleiben definitiv da. Die sind auch noch gut. Was weg kann, sind diese Powerful 5 Dinger von Catrice. Die habe ich jetzt mittlerweile in allen Farben. Wobei, die kommen in die Catrice Schublade. Der ist all. Guckt mal, der hat sich auch schon zersetzt von Fenty leider. Auch der sieht nicht mehr frisch aus. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Der hat auch schon so ein bisschen Abdrücke. Kommt weg, kommt weg. Auch hier die Glosses von Mrs. Bella mochte ich sehr, sehr gerne. Aber ach, der riecht aber noch gut. Der bleibt. Der bleibt. Oh. Nee, und der riecht sauer. Deswegen hört auf euer Näschen. Der stinkt, der kommt weg. Jeffree Star. Kleine Glosse, nie benutzt. Doch, schaut mal, seht ihr das? Das ist dann, wenn sich das austrocknet. Samples von meinem eigenen Liquid Lipstick, der niemals rausgekommen ist, kann weg. Und dann kann ich hier halt endlich einsortieren. Oh ja, die Lifterglosse passen da auch rein. Noch ein Muster, auch hier, ne? Seht ihr mal. Ich habe echt seit Jahren an Produkten gearbeitet, aber sie sind nie rausgekommen. Jaclyn Liquid Lipstick habe ich einmal benutzt, fand ich furchtbar. Der kommt weg, genauso wie dieser Kylie Liquid Lipstick. Trash. Die sind sehr, sehr gut. Das sind diese NYX Shine Out Loud Lippenstifte. Die sind sehr gut, die hebe ich auf. Banana Beauty kann weg. Fenty Beauty, habe ich den benutzt? Nee, der ist unbenutzt. Aber der ist benutzt, der bleibt da. Catrice LE werde ich nicht mehr benutzen. Naked Beauty, Trash, Clean ID Catrice, Catrice Schublade. Dann haben wir hier von Dominique Cosmetics. Oh, der riecht auch nicht mehr. Catrice Liquid Lipsticks, Catrice Schublade. Dann haben wir hier von Elf so einen Blush Stick. Schaut euch das mal an, der sieht auch schon toll aus. Und die 3 Lipglosse von Elf. Ich liebe die. Da habe ich sogar noch hier den 4. Den 4. mache ich weg, der ist schon ganz schön trüb und gammelig. Aber die 3 hebe ich auf. Die sind richtig, richtig gut. Also wenn ihr günstige Lipglosse sucht aus der Drogerie von Elf. Hier ist ein Lipgloss von Charlotte Tilbury. Den habe ich noch nie benutzt. Der ist für euch. Lottie London war doof. Leafy Cosmetics heben wir auf. Jason Wu war richtig, richtig furchtbar. Und dann haben wir hier noch einen von Catrice. Auch den heben wir auf. Dragon Beauty ist cancelled. BH Cosmetics und Anastasia. Den Anastasia habe ich, glaube ich, nie benutzt. Der ist für euch. Und der BH Cosmetics Lipstick. Schaut euch mal an, wie gammelig der schon ist. Und zack, ist die Schublade ordentlich. Schaut mal, hier habe ich schon wieder die andere Schublade. Hier sind auch so ein paar Blushes drin, die sonst nirgendwo reingepasst haben. Aber die Creme-Dinger von Fenty bleiben definitiv da. Wobei, ich schaue mal durch, ob ich welche noch nicht benutzt habe. Doch. Doch. Ich glaube, die habe ich alle mal geswatcht. Ich weiß es nicht. Ist das was für euch? Ist halt einmal mit dem Finger reingegangen. Ach nee, ich heb die mal auf. Ich will halt euch auch nicht irgendwas geben, sondern wenn, dann soll es was wirklich Gutes sein. Was definitiv wegkommen kann, sind hier so Sachen von Revolution. War nett, aber war halt auch irgendwie nicht das Wahre. Was definitiv da bleibt, sind die von Gucci. Die sehen einfach nur schön aus. Und habe ich lange nicht mehr benutzt. Das sind diese beiden Puder, die ich habe, die Gesichtspuder. Aber ich habe den einen ja als Bronzer benutzt. Der bleibt da. Dann habe ich hier hinten noch einen Blush gefunden von L'Oreal. Der kann auch da bleiben. Und dann sieht das hier schon mal gar nicht so schlecht aus.
So, und in der Schublade wird es jetzt wild. Hier sind diese ganzen XXL Face Paletten und Bronzer drin. Schaut mal, den habe ich jetzt mittlerweile schon dreimal. Der kann weg. L'Oreal Bronzer. Das ist halt super, super schwierig, ne? Aber ich habe die Sachen vielleicht einmal benutzt, aber ich werde sie auch nicht mehr benutzen. Face Palette hier von Benefit ist für euch. L'Oreal XXL Bronzer, der war gut, den hebe ich auf. Naked Beauty, ist süß. Jouer, einer meiner ersten High-End-Produkte. Es bleibt auf jeden Fall da. Was aber wegkommt, ist hier Naked Beauty Face Palette und die Rival Love Me Face Palette. Wobei die auch sehr, sehr gut war. Die kommt in die LE-Schublade. Dann haben wir hier eine Misauda Lippenpalette. Oh. Wobei, die habe ich einmal benutzt. Naja. Na, überlege ich noch. Und hier so ganz viele kleine Paletten von Revolution Relove. War furchtbar. Die ist kaputt. Und hier ist ein Puder drin, glaube ich. Wie geht das auf? Ja, kommt. Das ist halt so, das ist das, was ich meine. Ne? Das sammelt sich irgendwie an und man greift da irgendwie doch nie zu. Deswegen kommt's weg. Hier frage ich mich, hier sieht es aus, als hätte jemand reingebissen. Seht ihr das? Na, Boutique. Aber die war sehr gut, aber die ist jetzt auch wirklich drüber. Hier von Q2, die waren super, super gut, aber... Das Problem ist, ich habe so viele verschiedene Bronzer. Ich habe halt aber auch nur ein Gesicht. Deswegen sind die für euch einmal benutzt. Diese Nasenpalette, die bleibt definitiv da. Da greife ich sehr, sehr oft zu. Clean ID Bronzer, noch nie benutzt. Clean ID Highlighter. Komm in die Catrice-Schublade. Natasha Denona Love Cheek Duo bleibt da. Und dann haben wir hier noch... die ist auch schön, ne? Ich glaube, die ist für euch. Ich glaube, die habe ich einmal in einem Video benutzt. Ja, und dann haben wir hier ganz viele Blushes. Die sortiere ich mal zu den Blushes ein. Auch sowas, das hebe ich zum Beispiel auf. Das ist eine Blushfarbe, die habe ich halt noch nicht. Die Foundations habe ich tatsächlich neulich schon durchgeschaut. Die brauche ich aber alle noch fürs nächste Jahr. Obwohl hier, schaut mal, hier habe ich die in verschiedenen Farben. 40 von 30 Cent war mir zu hell, die kann dann weg. Ich brauche halt alles nicht doppelt, aber irgendwann, schaut mal, die sehen halt auch nicht mehr schön aus und die werde ich auch nicht mehr benutzen. Meine Backups von der Rival Loves Me Foundation, ihr seht, ich liebe sie wirklich, bleibt da. Das habe ich neulich durchgeschaut, das kann so bleiben. Genauso wie diese Primer-Schublade Ellen Beatrix. Weiß ich nicht, warum das hier ist, dafür gibt es eine eigene Schublade. Aber die habe ich neulich durchgeschaut. Das bleibt da. Ich muss die Sachen halt auch mal wieder sauber machen. Ne? Verzeiht mir bitte, wenn das so gammelig aussieht, aber das habe ich durchgeschaut. So, und das ist die Ausbeute von den ganzen Puderprodukten. Ich habe hier natürlich noch die ganzen Verlosungsschubladen. Auch davon packe ich was mit rein. Aber ich denke mal, wenn jeder so 2-3 Paletten kriegt, ist das doch schon wirklich, wirklich gut. Und ich glaube, für heute haben wir wirklich schon viel aussortiert. Freunde, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob wir Teil 2 machen, dass wir mal alles nochmal sauber machen und putzen und nochmal durchschauen. Da taucht ja immer mal wieder was auf. So, und das sind die ersten. Ich glaube, es sind 30 Pakete. Ich beende an dieser Stelle das Video, aber ich wollte es euch einmal zeigen. Ich frage euch bei Instagram jetzt nach euren Adressen. Und dann geht der erste Schmuck schon weg. Seid bitte nicht traurig, falls ihr dieses Mal nicht dabei wart. Spätestens im März machen wir das wieder. Und das war der kleine Declutter-Part. Ich bin super happy, wie viel wir wirklich aussortieren konnten. Ich bin super gespannt, ob ihr das auch jedes Jahr macht. Also schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Jetzt wünsche ich euch aber einen guten Rutsch, ihr süßen Mäuse. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!